Dominic Games. Domian Games. Yes, my dear. I'll see our plan through no matter the cost, even if it's the end of Christmas forever. Ja, mein Schatz. Ich werde unseren Plan ausführen, egal was es kostet. Auch wenn es das Ende von Weihnachten bedeutet. Und damit hallo und Player. Hallo und herzlich willkommen zu etwas Weihnachtlichem. Wir haben es ja, ne? Also jetzt, wenn das rauskommt auf unserem Kanal, dann ist Weihnachten und ich hoffte, dass es vielleicht irgendwas Passendes zum Fest sein wird. Und es ist ein Wimmelmilchspiel. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, für alle, die sich ein bisschen auf dem Kanal umgeschaut haben, die wissen, dass hier es gibt ein paar Wimmelbildspiele, die schon gespielt wurden. Und jetzt ist es Zeit für ein neues aus der Grim Tales-Reihe. So, wie nennen uns Wimmelbildia? Nein. Wir nennen uns, wir sind der Grinch. So. Und wir retten Weihnachten. Hello Grinch. So, Extras. Minigames, Concept Art, Constellations. Bonuskapitel gibt's auch noch. Was? Ich hab doch Home gedrückt. Home. Achso, Home heißt hier nicht zurück, sondern irgendwas anderes. Da oben. Okay, Settings. Was haben wir denn? Die Sprache kann man nicht ändern, ne? Player Mode, Custom Eigen, Special Effects hat. Voices, ach, passt alles, komm. So. Obwohl, ein bisschen leiser die Musik. Ticken. So. So. 55, komm. So. Akzept. Okay. Play. So, jetzt hau ich mal die Tastatur weg, weil bei Wimmelbildspielen braucht man die eigentlich gar nicht mehr. Casual, ja. Wir machen es casual. Es ist das Fest der Liebe. Der Casual-Liebe. And so, Snow White joined the prince. And their wedding was a celebration of love, with great pomp and splendor. The end. What do you think of my new fairy tale, my child? I finished it just recently. Weiß ich nicht, alter Mann. Der unglaublich Sarazar-Edel. Wer kommt da? Oh nein. Introduction, Christmas Eve. Interaktive Hilfe. Nein, wir brauchen doch keine Hilfe. So. Okay. Was haben wir hier? Sarazar wurde entführt. Wir müssen darum kämpfen, ihn zu befreien. Die späten Jahre. So sieht das später aus. Aha. Jetzt haben wir ein Questbuch gefunden. Das wird uns später helfen. Was ist hier? Hier gibt es doch noch was. Was ist das? Aha. Hier ist etwas seltsam bei diesem Bild. Wie kann ich es mir näher anschauen? Indem du näher rangehst eigentlich. Aber so einfach sind die Dinge bei Wimmelbildspielen nicht. Oh, guck mal, die Katze. Miau. Was haben wir hier? Ein Lebkuchenhaus. Special Effects. Aha, das gibt uns Hinweise, wenn wir welche brauchen. Eine Zange und ein magischer Kristall, natürlich. Der ist magisch, sieht man sofort. Hier ist noch ein magischer Spiegel. Von deinem liebenden Vater Wilhelm. An meine liebe Tochter. Ja, so... adressiere ich auch immer meine Geschenke. Boah, Alter, diese Special Effects, ne? Was? I don't understand how this happened,
but it appears I'm in the world of my fairy tales. We can still talk through this enchanted mirror, but it needs magical crystals for power. I need your help. In Fairyland, some... Also er war schon mal da, oder woher weiß er, dass wir diesen Spiegel haben? Finde heraus, was Wilhelm passiert ist, haben wir Get to Fairyland. Ja, wie kommen wir denn in Fairyland? Fröhliche Weihnachten. Dieser verzauberte Spiegel gehörte der bösen Königin. Du kannst ihn benutzen, um mit mir zu reden. Egal, wie weit wir entfernt sind. Aber du musst die Kristalle nachfüllen. Das ist so wie Akkus, ne? Die gehen auch immer leer. Hier sind Kristalle. DG, ne, was steht da? Keine Ahnung. Aha, ein Lätzchen, wollte ich schon sagen. Wir können das nicht aufmachen, ne? Hier, man zieht hier dran und dann geht's auf. Wir brauchen wahrscheinlich eine Schere. Mit der Zange geht das vielleicht mit der Zange? Nein, mit der Zange geht das nicht. Ach herrlich, ich habe Wimmelbildspiele vermisst. Und ja, eigentlich spiele ich sie gerne, weil... Was war das denn? Wir haben einen Christbaum gefunden. Wie auch immer. Und jetzt macht das gar nichts mehr. Okay. 15 Stück kann man finden. Und dann gibt's was Tolles. Aha. Wir brauchen etwas für diesen Nussknacker, um es zu knacken. Hier, dieser Kristall. Knack den mal. Nein. Okay. Ja, so eine magische Kugel. Soll man. Und ja. Also man muss. Egal, wen wir jetzt spielen, ne, man muss ihr oder ihm erklären, dass man Sachen da drin zerbrechen kann. In einem Nussknacker. Okay. Was haben wir hier? Dame Gothel ist Rapunzels böse Stiefmutter. Sie hat Rapunzel im Turm eingesperrt. Und jetzt sucht sie für den nach der magischen Bürste, um ihr verzaubertes Haar unter Kontrolle zu kriegen. W. Grimm. Eine Münze. Oh, wir haben Geld. Cool. Also dafür brauchen wir uns gleich mal eine bunte Tüte. Scharfes Ornament. Aha, damit können wir das Geschenk wahrscheinlich auch machen. Hier fehlt was. Ah, ich muss die fehlende Seite finden, um meinem Vater ins zu meinem Vater ins Buch zu kommen. Okay. Die fehlende Seite. Wir machen erstmal das Geschenk auf, hoffentlich. Das war der einzige Weg. Ja, ein Wimmelbild. Yeah. So, wir sollen das da finden. Da. Was? Geschenkliste. Po-Karte. Was? Ach so, da fehlen Dings. Postkarte, Blume, Feder, das weiß ich nicht, Santa Claus, Champagnerglas, magische Box, Lebkuchenmann, Nussknacker, Weihnachtsglocken, könnte Kaffee sein und Glocken. Wir mussten die Liste finden. Ich verstehe, aber wieso fehlen da Buchstaben? Hier sind keine Buchstaben. Hier ist der Weihnachtsmann. Santa ist nicht derselbe ohne seinen Hut. Okay. Er ist nicht derselbe ohne seinen Hut. Ich bin auch nie derselbe. Hier ist es nur Glocke. Fröhliche Weihnachten! Mögen all eure Träume wahr werden. Ich werde mein Bestes tun, um denen dabei zu helfen, wahrscheinlich den Träumen. Okay, also wir müssen die Items finden. Hier ist der Hut von Santa. Oh.
Nussknacker. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier die Buchstaben fehlen. Hier ist der Nussknacker. Was? Blume. Seht ihr hier eine Blume irgendwo? Blümchen. Herz an Herz, hörst du mich? Das ist keine Blume, ne? Nee. Okay, magische Box. Magische Box. Hä? Ich glaube, ein Pferd ist weggerannt. Ach so, vom Karussell. Ein Pferd. Brauchen wir denn ein Karussell? Kriegen wir gleich raus. Da ist das Pferd. Ja, scheinbar schon. Cool. Champagner. Und jetzt brauchen wir ein Glas. Champagnerglas. Okay, Weihnachtsglocken. Hier sind... Und der Lebkuchenmann ist hier. Der Lebkuchenmann könnte eine bisschen Verzierung gebrauchen. Also hier dieses weiße Zeug, was man da drauf macht. So, da, das da. Klingt ein bisschen eklig, aber okay. Was brauchen wir noch? Eine Blume und Kettel. Könnte ein Teekessel sein. Und die Feder. Was sagt. Was? Was? Hier ist eine Blume. Ah. Eine Feder. Feder, Feder, Feder. Hier ist eine Feder. Okay. Christmas Bell. Hier. Das Geschenk lässt sich nicht öffnen. Dieses SK, was könnte dann? Scales, nein. Scones? Da müssen wir raten, weil ich gar nicht weiß, was das heißt. Was? Wo ist der zweite? Schuh. Hier. Ja, das war's. Und jetzt... Könnte es ein Kessel sein? Nee, Kerze. Okay, Candle. Hier. Schneekugel. Und die müssen wir, die schöne Schneekugel, die wirklich cool aussieht, müssen wir kaputt machen, nur um an den Kristall zu kommen. Was? Ich wollte nicht das Buch. Weg. Ja, ist ja gut. Ich will nicht das Buch. Ich will. Da, das Ding da. Oh nein! Was ist das? Eine Haarnadel und ein der Kristall. Okay. Können wir den Kristall in den Spiegel tun? Ja. Ah, you've managed to recharge the mirror. Please, find a way to come to Fairyland. Something bad is happening, and I need your help. Alles klar, aber kauf dir das nächste Mal bessere Akkus. I had already thought about coming to Fairyland, so I made a teleportation spell. I hid it in the big picture in the living room. Okay. This magic lens will help. I'll be waiting for you in Fairyland Square. Fairyland Square, alles klar. Jetzt ist der Spiegel zersprungen, aber dafür kriegen wir das Ding. Dahinter hat er einen Teleportationszauber versteckt. Wir haben so viele Sachen, ich will hier noch nicht weg. Mich hier umgucken. Ich will die Katze mitnehmen. Die müsste dann alleine hier bleiben, während wir Spaß haben in Fairyland. Hier können wir noch irgendwas machen. Was denn? Ins Buch gucken, vielleicht. Haben wir hier was übersehen? Ich klicke mal alles an. Da. Aha, diese Sterne müssen wir auch suchen. Okay. So. Was war das denn jetzt? Völlig sinnlos, aber okay, schön, dass es geht.
Ein Haarnadel. Nein, wir brauchen das hier. Da ist der Spell. Achso, der geht noch weiter. Oh, jetzt. Guck mal, die. Wer ist das? Zack. Wer ist das? Sag doch mal was dazu. Wer sind diese Menschen? Ich glaube, das sind alle. Ja, wir haben schon viele Teleportationszauber gesehen. Und jetzt haben wir sie auch natürlich richtig angeordnet, oder? Easy, hard, was? Easy. Muss ich da draufklicken? Easy. Okay. Das kann man noch auf hart stellen. Pfuh. Was muss getan werden? Das ist gleich das. Hä? Das ist gleich das? Nein. Hä? Moment. So geht das. Also wir müssen die dann verbinden. Okay. Und wahrscheinlich auf hart kann man die nur drumherum bewegen. Dreieck, Wilhelm Tell-Style. Wo ist es? Da ist es. Und was weiß ich, was das ist. Müssen zusammen sein. Oh, wir haben gleich ein anderes gelöst. Welches war denn das? Das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Sorry. Das und hier sieht's aus, als ob der irgendwelche Scherben abkriegt. Und hier ist einer im Rollstuhl, der die Scherben abschießt. Das. Nee, Quatsch, ich muss es ja nicht anklicken. Muss nur finden. So. Und jetzt? Jawohl. Okay, Katze, komm mit. Oh. So, this is your doing, Dame Gothel. What do you want with me? And put your wand down. You're not the magician you think you are. You underestimate me, Willem. I'll show you how powerful I've become, and then you'll help me fulfill my plan. Whoa! Critical hit! Oh! Okay, zwei Dinge. Sie steht auf Bondage und hat den Vater in Eule verwandelt. Get to Fairyland haben wir. Findet Dame Gute. Aber hier ist was. Ah. Wir spielen übrigens eine Frau, habe ich an den Händen erkannt. Und sie glaubt nicht, dass sie wieder raus kann, wenn sie erstmal da runtergegangen ist. Okay, dann brauchen wir was, um das da rauszuholen. Hier sind Geschenke. Welche davon sind für mich? Oh, eine Karte. Jetzt werde ich mich nie wieder in Fairyland verlaufen. Das Spiel kennt mich nicht. Das sieht aus wie ein Stern. Was sieht aus wie ein Stern? Ach, das sieht aus wie ein Stern. Okay, da fehlt ein Stern. Versiegelte Box. Ja. Schmeißt die Nägel einfach weg, dann kommt das nächste Kind und rennt voll rein. Aha. Dem fehlt ein Arm und ein Pünüppel da, was auch immer das ist. Okay. Ja. Ist hier noch irgendwas? Oh. Gesucht. Vorsicht. Gefährliche Hexe läuft frei herum. Lasst eure Kinder nicht nachts spielen oder so. After Dark. Ein Vogel. Hallo. Der Vogel will nichts mit uns zu tun haben.
Geschenke. Gibt's hier eigentlich auch eine Bar? Boah, die wollen Kohle. Was soll das denn? Unser ganzes Geld geht flöten. Was? Was? Aha. Gibt es eigentlich noch eine Info dazu? Okay, hier. Aha, wir sollen die Glocken richtig anordnen. Und wenn sie richtig sind, dann leuchten die Noten. Hm. Also die Glocke. Aha. Und jetzt brauchen wir... Hier bräuchten wir den hier. Ja. Okay. Hier brauchen wir den Knubbel. Ich habe Musik in der Schule gehasst, sorry. Was? Achso, das ist der falsche Knubbel. Ja, das ist der richtige Knubbel. Hier fehlt ein Schnurrbart. Okay. Aber wenn hier der Schnurrbart ist, dann... Wieso? Ah, der ist hier falsch, okay. So. Hier bräuchten wir diesen jungen Mann. Das sind 2/8 Noten, ne? Glaube ich. Das sieht sehr nach einer 1/8 Note aus, dann sind das 2/8 Noten. Hoffentlich ist dies richtig. So. Ich habe damals zu meiner Schande, zu meiner Musiklehrerin gesagt, ja, Musik ist für mich kein richtiges Fach. Die war ganz schön sauer. Das tut mir sehr leid. Warum ist die Glocke hier? Wir haben ein Jojo gefunden. Hi, jetzt können wir gehen. Jojo. Hier. So, mach auf. Oh, ein Ring. Geil. Diamantring. Hm, wir werden reich. Was ist das? Oh, ein Teil für das... Und kleiner Hase. Ich will den Hasen... retten, aber der Schnee ist zu kalt für meine Hände. Also hier ist ein Tier, ne? Das verreckt, wenn wir ihm nicht helfen. Aber der Schnee ist hier zu kalt. Ja, das ist, also, puh. Die hat ein großes Herz. Was ist... Achso. Ja, hier, nee, die wollen wir nicht. Wir brauchen Handschuhe oder so. Und hier brauchen wir den Kaspar hier. Können wir schon mal jetzt den Arm dahin packen? Ja. Fehlt aber noch was. Ach so. Das hier fehlt auch noch. Oh, der ist schon fertig. Okay, ich dachte, da fehlt noch ein Teil. Ja. Alter. Gretels Bäckerei. Was? Gretel. Please, help me. I've inhaled too much flour. Achoo. I can help. I know how to find Dame Gothel. Hollywood wartet auf euch, egal wer das synchronisiert hat. Das ist Gretel. Armes Mädchen, ich kann sie nicht so da lassen. Okay. Aber ich will auch nicht diesen Dampf einatmen, genauso wie ich dem Kaninchen nicht helfen will. Hier ist zu viel Mehl in der Bäckerei. Wir sollten entlüften. Wie macht man das? Hier, mit dem. Hä, wie soll man das von hier entlüften? Vielleicht... Aha, dahin können wir also. Hui! Jetzt ist minus 300 Grad. Was haben wir denn da? Hm? Was? Ihh! Wir könnten hier etwas aus Ton herstellen. Aber wir brauchen mehr Sachen. Zum Beispiel einen Bunsenbrenner. Klotz mit Hebel. Ey, was? Wieso nimmst du mir das weg? Hier ist ein Bild.
Und in beiden ist das. Okay. Oh. Hallo? Jetzt brauchst du auch noch Medizin. Hier, du kriegst das hier. Nein. Den Diamantring gebe ich hier nicht. Willst du eine Haarnadel? Nein. Okay. 1,99 kostet das hier nur. Die sehen scharf aus. Ich brauche etwas, um meine Hände zu schützen und mich nicht zu schneiden. Vermisst, Hänsel. Hast du habt ihr diesen Jungen gesehen? Informationen gebraucht. Belohnung wird angeboten. Gretel. Okay. Hänsel wird vermisst. Kriegen wir das Ding mit einer Haarnadel auf? Jawohl. Wir sind die besten Diebe der Welt. Was ist das? Ein Metallknopf. Und das war das einzige, was da drin war. Ein Metallknopf. Hier kommt ein Geschenk rein. Da auch. Okay. Die Kasse. Fröhliche Weihnachten. Lieber Hänsel, liebe Gretel. Oder lieber Hänsel und Gretel. Wir lieben eure Süßigkeiten. Könntet ihr vielleicht ein paar leckere Sachen für den heutigen Abend machen, damit das alle genießen können? Frau Holle, Mutter Holle. Ein Magnet. Ein Stück Leben. Was ist das? Es braucht einen Special Button hier. Yeah, Money. Was? Ein Wimmelbild. Okay. Wir brauchen einen Bommelhut. Oh, das wird dann ersetzt. Klasse. Ein Hahn. Aber wir müssen da was reinfüllen. Was denn? Das hier? Hier. Ein Schokohahn. Jetzt habe ich Bock auf Weihnachtssüßigkeiten. Und ja, ich finde es seltsam, dass es Weihnachtssüßigkeiten schon im... Wann gab es die dieses Jahr? Im September oder vielleicht schon sogar im August? Aber ich finde manche davon echt lecker. Und was macht sie damit? Warum? Aha, darum. Eine Brezel. Der sieht süß aus. Immer noch eine Brezel. Wo ist hier eine Brezel? Das ist ein Keks. Brauchen wir einen Keks? Jawohl. Ein Donut. Nee, eigentlich mag ich keine Donuts. Eine Kirsche kommt da drauf. Aha. Achso, wir könnten auch Match 3 spielen, aber Wimmelbild for the win. Hier, okay. Das gehört zusammen. Okay, dann suchen wir die beiden erstmal. Wenn doch hier sein, Freunde. Und warum ist kein Geld in der Kasse? Was ist das für ein Zeug? Oh. Na? Ja. Eine Brezel. Was ist das denn? Hier. Ich überdenke das wieder nochmal. Warum? Das war nicht meine beste Idee. Warum? Ich weiß nicht mal, wonach wir suchen, Freunde. Das nicht ein Lolli. Was ist das? Das ist ein Hebel für irgendwas, also hier ein Griff für irgendwas, aber für was?
Was hier braucht einen Griff? Griff. Nö. Das lief nicht so wie geplant. Die Kommentare sind cool. Hä? Wir... Was auch immer das ist, das brauchen wir. Und eine Brezel. Aber ich sehe beides nicht. Ich will auch nicht zurück. Übersehen. Was? Übersehen. Können wir hier in der Kasse noch irgendwas klicken vielleicht? Hier was aufmachen. Hier. Aha. Aha. Das habe ich in der Tat nicht gesehen. Und das hier braucht diesen Stempel. Ich gucke mir manchmal Wimmelbilder im Stream an und man sieht echt manchmal Sachen vorher und wenn der andere die nicht findet, dann kommt innerer Zorn auf. Also falls ihr Zorn verspürt, ich verstehe es. So, ein Griff für das Ding, ne? Na? Nee? Ton? Ah ja, ja, so funktioniert das. So geht tapfern. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Der Burner, kann der nicht da drunter? Nee. Was? Ich brauche einen anderen Plan, aber... Nö. Ein Magnet. Wir brauchen den Hebel und das haben wir. Das ist eine Schüssel, haben wir. Die Schüssel mit der Zange. Okay. Nein! Die Schüssel mit der... Hä? Das steht doch auf dem Bild. Schüssel, Zange. Vielleicht erst, wenn es brennt. Aber wie kriegen wir es zum Brennen? Ha, mach das weg. Wir brauchen immer noch mehr Sachen. Das kommt nicht da drauf. Das kommt nicht dahin. Einen Magneten brauchen wir hier nicht. Einen Diamantring auch nicht. Hier, fürs Feuer. Okay. Ihr braucht immer noch was gegen den Husten. Husten, wir haben ein Problem. Oh, cool. Er geht aber leider nur einmal. Ach so, die Scherben. Das Tuch. Ja, das funktioniert auch so. Medizinrezept. Was? Irgendeine Blume, irgendwas in der Box. Bunsenbrenner, den brauchen wir dafür und so ein Glasgefäß. Okay. Aber wieso ist das Rezept als noch nicht fertig angezeigt? Aha. Darum. Das kommt also alles da rein. Das auch. Blasbalg. Blasemalk ist aber hierfür, ne? Aha. Was ist das für ein Topf? Was ist das für ein magischer Lehm? Ja, und das heiße Ding erstmal die Hosentasche. Aber ich glaube, hier findet man nichts mehr, ne? Wir müssen raus. Ciao.
So, was war hier? Wanted. Das sieht aus wie ein Stern. Wir haben keinen. Könnten da lang gehen. Tollpatsch. Ein Stück Frost auf dem Boden und die fällt hin. Geh doch auf dem Schnee lang. Okay, wir müssen das irgendwie entfrosten. Gretels Bäckerei. Oh, Google hat sich schon wieder gemeldet. Cool. Hat sich irgendwas sucht im Internet nach entfrosten wahrscheinlich. Hier, können wir das damit? Hier, so. Für unsere Hände ist es zu kalt. Wir haben ein Kaninchen befreit. Jawohl. Spiky Boots. Mit denen können wir aber da lang gehen. Hier. Und damit können wir auch der Hexe ins Gesicht treten. Was macht sie mit... Nein! Sie hat die Schwäne gefärbt. These magic swans are too good to the residents of Fairy Tale, but evil dark ones will only serve me. Und, achso, das sind jetzt böse. Also, boah, so ein Bösewicht. Sie macht jetzt schwarze Schwäne. Was ist das denn für einer? Ich glaube, der Hund will, also der Welpe will nur spielen, aber nicht mit dem kaputten Spielzeug. Was ist das für ein komischer... Der Welpe macht mir Angst. Den Stern? Wir brauchen einen Weg um das Glas. Und hier ist so ein Schnitt, als ob man da mit einem Diamantring einmal reinschneiden könnte. Aha. Heiler vom Fairy Tale. Vom Fairy Tale Land. Benutzt Winterrosen als Hustensaft. Okay. Ja. Wir spielen später. Vielleicht. Hier ist das Geschenk. Ach was. Wir hatten doch dieses Ding, um Äste zu schneiden. Sie hat es weggeworfen. Geht das mit dem? Jetzt schmeißt ihr das auch weg. Das brauchen wir bestimmt gleich im nächsten Bild. Liebes Fairy Tale Land. Oder liebe Leute des Fairy Tale Lands. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Frau Holle. Okay. Was ist mit dem Vogel, der hier piept? Oh. Gar nicht gesehen, einfach draufklicken. Ja, Pro Gaming. So, was wollt ihr? Ich muss diese Schwäne entzaubern, um ihre fröhliche Natur wieder zutage zu bringen. Die machen überhaupt nichts. Sie schwimmen da immer noch einfach nur rum. Was steht hier? Diese Linse wird dir helfen, herauszufinden, was der magische See versteckt. Ach, unsere Batterien sind wieder leer. Wir brauchen neue Batterien für das Ding. Eis. Okay, wir haben keine Linse. Nein, flieg nicht weg. Du warst unser bester Freund. Kommt der wieder, wenn wir? Nein, der ist jetzt für immer weg. Schweinerei. Die haben unseren besten Freund geklaut. Hier sind noch mehr... Wir haben in dieser Welt keine Freunde. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Okay. Reicht ein Geschenk? Ach nee, eins von zwei. Okay. Wo ist... Da. Minze. Und die Blume. Nö. Achso. Und das Ding da. Minze, Myrrhe und Salbei. Hier, wir haben dir Zahnpasta gemacht.
das man auch als Riechsalz benutzen kann. I'm Gretel. Have you by chance seen my brother Hansel? We need to bake a lot of gingerbread for Christmas, but he went to Dame Gothel and never came back. Boah, Alter, hätte ich gewusst, dass du mich vollquatscht, hätte ich dir nie geholfen. Aber nein, ich habe deinen Bruder nicht gesehen. I'm worried. Can you please find him? If you find Hansel, you'll surely find Dame Gothel as well. Okay, wir finden Hansel. The magic swans on the lake can help. I can't go with you. I need to stay at the bakery. Here, this will be useful. Was ist das? Die Linse. Sie ist abgehauen. Sie hat gesagt, sie muss in der Bäckerei bleiben, aber sie ist hier nirgendwo. Sie ist einfach abgehauen. Boah. Ich werf die gleich in den Ofen zusammen mit dem Hänsel. Moment, hier war gerade ein Schneemann da. Jawohl. Okay, wir haben einen Kristall, den könnten wir da reinfügen, aber wir bräuchten dann immer noch einen weiteren Kristall. Linse, Sternsymbol, das war hier, ne? Sternsymbol. Das zweite Geschenk und eine Flöte. Nee, ein Stück von einem Zauberstab. Und, Nagelknipser. Oh ja, wir müssen schöne, wenn wir hier sind, müssen wir uns schöne Nägel herbeizaubern. Mit diesem magischen Nagelklipper. Sie ist immer noch weg. Ja. Oh. Oh. Okay. Aber wie können wir... Das kann man nicht, also das ist ein Stück von einem Zauberstab und das ist der Kristall vom Zauberstab. Aber wir können sie nicht zusammenfügen. Parchment. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir mit der Linse zum Säck. Und hier Luki Luki machen. Wo ist die Linse hin? Da. The brothers Swan were typical children. They went to school, played games, and sometimes got into trouble. Okay. Müssen wir jetzt die Zeit... Welcher ist denn das? Der da, ne? Ja. Und dann... Wenn wir den drehen... Passt. So. Achso. Der hier, den drehen wir auch mal. Dann, ja. Und dann machen wir ihn größer. Ist der jetzt zu groß? Ja, ich glaube schon. So, und der letzte. Ja. Fallrückzieher-Man. Ah ne, so rum sieht es nur aus wie ein Fallrückzieher. Toll. Das war das Geheimnis. One day, they broke Dame Gothel's window while they were playing. She was furious. Guck mal, die haben das Fenster zerbrochen und der eine da lacht. Kein Wunder, dass sie ausgerastet ist. Okay. Das passt. Warum sind da zwei? Ach so, die kann man zu zwei. Okay, das ist der Typ hier. So, dann machen wir den kleiner. Noch ein bisschen. Ja, passt. Die drehen wir um. Klick, klick, klick. Noch ein Dick. Und... Ja. Die haben das mit Absicht gemacht. So, she turned the boys into swans. Ja. The spell is irreversible. But the swans are susceptible to magic wands.
Aha. Also, wir können den Spruch nicht rückgängig machen, aber mit einer Magic Wand können wir wahrscheinlich mit den Schwänen kommunizieren. Huch. Hallo? Hallo? Ja. Der Typ. Ja. Ja. Toll. Und der Schwan, wo ist denn der überhaupt? Ach da. Der muss nur ein bisschen größer und drehen. Und jawohl. Pro Gaming at its best. Hier neues Spielzeug für den Hund. Ein Akku. Was sagt ein Papa? Der ist doch jetzt auch hier. Wir können doch mit. Achso, nee, der ist ja jetzt ein. Oh. I can't believe that wicked Dame Gothel turned me into an animal. Well, she can't stop me from helping you, though. Aber du bist doch in Bondage. Was mit dir los? She turned the enchanted boys into evil swans, too? Mm-hmm. Oh, dear. You'll need the magic swan wand to change them back. I can give you part of it. Mhm. Die magische Schwan, der magische Schwanzauberstab. Her damit. So, ja. Wo sind die anderen Teile? Da. Und da. Achso, eins braucht's noch. Was ist das? Vielleicht das hier? Nö. Vielleicht gibt der Hund uns da irgendwas. Hallo. Ich hab ein bisschen Angst vor dir, aber hier. Ja, hau nur ab, du Arsch. Das war bestimmt geklaut. Was ist das? Wand Part. Das ist es. Was? Das ist doch das. Njau. Njau. Und jetzt sind wir eine Zauberin. Firestarters. Wir brauchen noch Zündhölzer.